Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem ersten Advents-Special. Erstmal wünsche ich euch natürlich einen wunderbaren ersten Adventssonntag. Und der Plan für unser heutiges Special ist, dass wir uns erstmal ein Viertel der wundervollen Einsendungen anschauen, die beim Kreativwettbewerb Weihnachtsedition zusammengekommen sind. Das waren immerhin über 100 Stück, deswegen werden wir heute auch rund 25 davon uns anschauen. Ich werde immer ein paar Worte dazu sagen und... Oh, jetzt wollte ich gerade genau sagen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich versuche, genau zu vermeiden. Und danach werden wir ein schönes Spiel spielen. Und da werde ich aber später was zu sagen, welches das ist. Wir beginnen jetzt erst einmal mit den Bildern, damit wir so richtig in Weihnachtsstimmung kommen. So, wen haben wir denn hier als erstes? Ah, wir haben erstmal Ayrod. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, so wie es gedacht ist, oder ob das so englisch ausgesprochen werden soll. Wir haben hier eine Busstation und da sitze ich glaube, das bin ich in der Mitte, die Nesfate, umringt von Charakteren aus den verschiedenen Spielen, die wir gespielt haben. Total süß ist das, ich erkenne auf jeden Fall Minecraft Story Mode. Da unten ist Foxy, wir haben hier Aya, genau, das müsste Aya sein aus Mad Father und weitere Charaktere. Richtig cool gemacht, vielen Dank. Als nächstes haben wir hier Alice. Wir sehen eine weihnachtlich angezogene Nessie. Das ist so ein bisschen im realistischeren Stil gemalt, finde ich sehr cool. Und ich glaube mit Buntstiften, das ist auf jeden Fall auch ganz toll geworden. Vielen Dank für die schöne Einsendung. Als nächstes haben wir dann die Alina. Alina hat ein Korps-Party-basiertes Bild gemacht, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehen wir da nämlich Sachiko und das müsste Ayumi sein, genau, die daneben steht. Und endlich sind sie Freunde geworden. Wow, ich glaube, sowas werden wir zwar in Korps-Party niemals sehen, aber es wäre echt schön. Und zu Weihnachten würde es ja passen, dass man dann endlich zueinander findet. Auch ein ganz tolles Bild, vielen Dank. Als nächstes haben wir hier Anastasia. Sie hat auch direkt die verschiedenen Phasen, in denen das Bild entstanden ist, mitgeschickt. Das finde ich sehr cool, als so eine Art Collage quasi. Und das ist auch ganz, ganz, ganz niedlich geworden. Ich finde, es sieht einfach zuckersüß aus. Ich weiß nicht, ich glaube... Das ist sozusagen eine Nessie, also oben rechts finde ich, erkennt man gut, dass das so zwei Ohren sein sollen, mit so einem roten Mantel und an diesem roten Mantel ist dann so ein Rentiergeweih. Also so würde ich das sehen und das ist natürlich total süß geworden und deswegen auch hier vielen Dank für die schöne Einsendung. Habe ich mich sehr drüber gefreut. So, als nächstes haben wir hier Angel oder Angel, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich eher Angel auf Englisch ausgesprochen. Hier hat tatsächlich jemand mal was gebacken, das ist ja total cool geworden, mit Korps-Party-Charakteren und auch einer Nessie, die sieht man unten rechts. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, ehrlich gesagt, ich habe sowas noch niemals gemacht, scheinbar ist das Esspapier. Ich nehme fast mal an, das ist Esspapier und darauf wurde gemalt und dann ausgeschnitten und dann auf den Kuchen gelegt, auf dem sich obendrauf ein Tannenbaum befindet. Richtig cool, vielen Dank für diese Einsendung, das ist ja mal eine sehr, sehr coole Idee, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich bin sowieso schlecht im Backen, aber naja. Okay, vielen Dank. So, hier haben wir jetzt ein Bild von Anime-Fan, da sehen wir eine Nessie, die ganz schön sexy angezogen ist und daneben die liebe Wada Nohara. Mensch, ich trinke ja auch noch Sekt. YouTube-Sekt scheint das zu sein. Das ist ja lustig. Das ist auch ein total cooles Bild. Vielen Dank dafür. Hier hätten wir ein Bild von Anna. Das ist auch super lustig. Vor allem finde ich das ein ganz tolles Detail da im Hintergrund auf diesem Gemälde. Da steht nämlich, sie hatten... Sekunde, jetzt muss ich es ein bisschen größer machen, weil ich es hier gerade nur so klein angezeigt bekomme. Sie hatten genug, doch Josephia sammelte weiter. Falls ihr euch noch erinnert, bei Grey Garden war das gewesen. Genau, da mussten wir doch die ganzen Äpfel einsammeln. Aber man konnte ja immer weiter und weiter einsammeln, ohne Ende. Und ja, ansonsten sind hier auch ganz viele süße Details untergebracht. Vielen Dank, das finde ich echt super niedlich. So, hier haben wir jetzt eine Einsendung von Annie Otaku. Da sind auch so mehrere Easter Eggs versteckt. Vor allem da hinten an diesen Plakaten. Flirt with Mom, das finde ich ziemlich geil. Und Brad Bart verflixt. Oder da an der Wand ist auch noch Leon untergebracht. Und das ist voll selten, habe ich gemerkt, dass Nesfate hier quasi wirklich als Hase dargestellt wird. So, also wie wirklich ein Hase aussieht und nicht so comichaft irreal zu einem Hasen wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ich kann es, glaube ich, gerade nicht erklären. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Vielen Dank für die Einsendung. Als nächstes haben wir hier eine Collage von Asuka Koizumi. Ganz weihnachtlich gestaltet, auch mit diesen Schleifen an den Seiten. Und es sind vor allem viele Projekte von Mogeko, würde ich sagen, vorhanden. Genau, ich sehe da Grey Garden und Wada Nohara. Und ansonsten aber auch noch Korps Party.
Also ich bin mir sicher, das sind so die Lieblingsprojekte gewesen von Aska. Und ich danke dir vielmals für diese schöne Einsendung. Hier haben wir Aura, der Baum. Und da sind auch ganz, ganz viele Easter Eggs versteckt. Also ganz viele Spiele einfach mit eingebaut worden. Hier haben wir zum Beispiel hier vorne den Hauptdarsteller von Fire. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir überhaupt einen Namen zu dem hatten. Oder hier hinten Botanopoli, eine Anspielung auf Botanicula, genau. Oder hier hinten sind Nespenster in der Limited Edition, voll süß. So, hier haben wir ein Bild von Barbossa LP, da steht auch der Name direkt mit drin. Deswegen habe ich den jetzt nicht noch mit rangefügt. Also ich habe es in die anderen, wo der Name immer angezeigt wird, habe ich es immer nachträglich noch hineingefügt, damit ihr wisst, von wem das ist. Aber hier stand es ja schon mit drauf. Und genau, er wünscht uns fröhliche, obwohl ich weiß gar nicht, ob er oder sie, Barbossa hört sich aber irgendwie nach einem Jungen an, oder? Oh, tut mir leid, falls du ein Mädchen bist. Auf jeden Fall, genau, fröhliche Weihnachten. Und wir sehen eine kleine Nessie hier, die gerade ein Paket aufmacht, das der Weihnachtsmann gebracht hat. Total süß, vielen Dank für das schöne Bild. So, hier haben wir Bonnie Bell und was ich hier extrem cool finde, das ist das erste Mal und ich glaube auch das einzige Mal, dass JJ einen eigenen Avatar bekommen hat. Hier auf der linken Seite eine schwarze Katze und das fand sie auch extrem cool, als sie das gesehen hat, dass sie jetzt quasi ihre eigene, ja, Figur hat, die sie darstellen kann. Und ich glaube, sie übt gerade für, ich vergesse immer den Titel von dem Spiel. Keep Talking and Nobody Explodes, genau. Davon habe ich übrigens noch Teile, die kommen noch, keine Sorge, weil ein paar Mal Nachfragen waren. Auch ein super süßes Bild. Vielen Dank, Bonnie Bell. Hier sind auch total viele Projekte untergebracht. Finde ich sehr cool. Zum Beispiel Lisa, das kommt nicht so häufig vor auf den Bildern. Sieht man hier links auf der Seite. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen Dank. So, und hier haben wir jetzt das Bild von Candace. Da sehen wir ein paar Charaktere aus verschiedenen LPs, die wir hier auf dem Channel gespielt haben. Zum Beispiel aus Danganronpa oder Corpse Party. Und eine kleine Nessie ist auch mit dabei und alle haben Geschenke und sind ziemlich glücklich, würde ich sagen. Und einen kleinen Tannenbaum haben wir noch dabei. Vielen Dank, das ist auch ein super süßes Bild. Hier haben wir jetzt das Bild von Carina und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mal auf Pause drückt, weil da gibt es so viel zu entdecken. Sie hat das auch so ein bisschen als Wimmelbild angelegt, dass man tatsächlich an fast jeder Stelle irgendwas aus Projekten finden kann. Ist echt unglaublich, wie viele Details sich da drin verstecken. Also ich kann echt empfehlen, drückt mal auf den Pauseknopf und versucht mal herauszufinden, wie viele Projekte darin versteckt sind. Es ist richtig cool gemacht. Vielen Dank für diese tolle Einsendung. Hier haben wir das Bild von Shadika. Das ist eine Nessie mit den typischen Hasenohren und ich halte auch so ein bisschen die Hände, als wäre ich ein kleines Häschen. Und ich bin so ein bisschen weihnachtlich angehaucht, weil ich glaube, ich habe da so, so Puschel, so Weihnachtspuschel um die Hände gewickelt. Auf jeden Fall auch ganz toll geworden. Vielen Dank dafür. Hier haben wir die Einsendung von Conny. Das ist eine echt cool gemachte Nessie, die so einen, ja, Weihnachtsumhang hat, so als wäre ich der Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Und drumherum sind verschiedene Projekte untergebracht. Oben zum Beispiel Botanicula oder oben rechts der Hund aus Barb Boy. Oder hier unten rechts, habe ich eben unten rechts oder oben rechts gesagt? Das hier unten rechts jedenfalls aus Stray Cat Crossing, also auch mehrere Projekte untergebracht. Vielen Dank für die schöne Einsendung. Als nächstes haben wir hier das Bild von Denise Röhrl, auch total cool geworden. Ich finde vor allem, dass es hier so super koloriert ist, wow. Und ich glaube mit Buntstiften, oh mein Gott, das würde ich in 1000 Jahren nicht hinbekommen. Das ist wirklich ganz süß geworden und auch hier haben wir wieder eine Nesfate mit langen weißen Haaren und darunter schmuggelt sich dann natürlich auch die langen weißen Öhrchen und auch ganz cool angezogen mit so einem Weihnachtsdress. Richtig, richtig schön geworden. Vielen Dank für die Einsendung. Hier haben wir noch eine zweite Denise und sie hat ein, ja, ich würde sagen, das ist die Bescherung, ne? Es gibt Geschenke unterm Weihnachtsbaum und es sind total viele Charaktere hier untergebracht worden. Zum Beispiel der Slenderman oder wen haben wir hier noch? Fantasy Maidens Odd Hideout hier unten rechts, genau, die Hauptdarstellerin oder aus Danganronpa. Oder auch aus Undertale, das ist wirklich cool geworden und hier unten links sitzt dann auch die Nessie und sie hat schon ein Geschenk in der Hand und sie freut sich bestimmt darauf, weil da bestimmt ein Videospiel drin ist in der Kiste, da bin ich mir ganz sicher. Darüber freut sie sich am meisten. Okay, genau. Wunderschön, wirklich, vielen Dank für diese Einsendung, ganz toll geworden. So, auch hier habe ich den Namen nicht nochmal eingefügt, weil hier unten rechts steht er nämlich, das Bild ist von Dialga22239. Und ich glaube, ich packe da auch gerade ein Spiel aus. So wie es sich gehört zu Weihnachten, muss ich Spiele auspacken. Aber ich kann nicht ganz erkennen, welches Spiel es darstellen soll.
Aber auf jeden Fall scheine ich mich sehr darüber zu freuen. Und die ganzen Bösewichte, die müssen aber draußen bleiben. Zum Beispiel Slenderman. Das geht natürlich nicht. Ich brauche meine Ruhe hier drin. Und das ist auch ganz toll geworden und total eine süße Idee. Vielen Dank dafür. So, hier haben wir das Bild von der lieben Effi. Auch hier ist der Name unten rechts schon gewesen, deswegen habe ich es nicht noch eingefügt. Sie wünscht Merry Christmas. Ich sitze hier neben dem Weihnachtsbaum und natürlich ist er geschmückt mit coolem Weihnachtsschmuck, der aus den verschiedenen Projekten stammt, die wir auf dem Channel hatten. Hier Sans aus Undertale oder auch Monokuma aus Danganronpa oder Ruben aus Minecraft Story Mode. Das ist so süß. Vielen Dank. So, genau, hier haben wir nochmal was Gebackenes von der Ellie. Ist das nicht cool? Das sind Undertale-Charaktere und eine kleine Nessie. Mensch, die sind ja viel zu hübsch, um die zu essen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie ich das hinbekommen sollte, mit so einer Tube das zu malen. Also ich nehme mal an, dass das mit so einer Lebensmitteltubenfarbe gemacht wird oder so. Aber wissen tue ich es nicht. Sowas habe ich noch nie gemacht auf die Art und Weise. Sowas vor allem Filigranes. Ich habe mal was sehr Großes gemacht. Ich habe mal die Monkey Island Karte gemacht, aber das war jetzt nicht schwer, da musste ich alles nur mit Grün vollknallen und so ein paar Xe und sowas hinmachen. Aber das hier ist ja echt eine Feinarbeit und deswegen total cool, vielen Dank. Als nächstes haben wir hier das Bild von Ari Berry. Das ist auch ganz toll geworden und ist auch so schön koloriert. Wir sehen hier eine kleine Nessie und ich weiß nicht genau, wer die große Person sein soll. Möglicherweise die Künstlerin selber, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir hier noch einen Tannenbaum und der ist auch geschmückt mit ganz vielen Charakteren aus den Spielen, die wir hier auf dem Channel gespielt haben. Das ist ganz toll geworden. Vielen Dank. Und hier haben wir noch Finn. Das finde ich so lustig, dieses Bild. Die Ohren von Nessie sind quasi der Schal, der um den Hals gewickelt ist. Darauf muss man erstmal kommen. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ich musste sehr, sehr lachen, als ich dieses Bild gesehen habe. Vielen Dank. Das ist wirklich ganz toll. Ja, und hier haben wir noch Grace Sykes mit einem auch total coolen Bild, auf dem nicht nur die Nessie ist, sondern auch noch hier unter anderem Charaktere aus The Boogeyman, Undertale, Mogekos Castle, Fran Bow und wer ist das ganz links? Wartet mal. Oh, ich weiß es gerade nicht. Wer ist das? Verflixt. Auf jeden Fall ist das auch ganz toll geworden. Vielen Dank für die tolle Einsendung. Ja, und damit wären wir für die erste Runde erstmal durch. Falls euch irgendwie aufgefallen ist, dass ihr mir gesagt hattet, dass ich einen Namen zwischen A und G angeben soll und euers war jetzt nicht dabei, dann schreibt mir bitte sofort, dann kann ich das im nächsten Video noch mit reinnehmen. Aber ich glaube eigentlich, dass ich gut den Überblick behalten habe diesmal. Ich hoffe es jedenfalls. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu unserem kleinen Weihnachtsspiel. Ach nein, halt, ich wollte noch sagen, alle, die einen DeviantArt-Account haben und mir angegeben haben, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Also schaut doch mal da bitte vorbei, wenn euch die Bilder gefallen haben. Da unten sind die ein oder anderen DeviantArt-Accounts. Da freuen sich auf jeden Fall die Leute, wenn ihr natürlich mal vorbeischaut bei ihnen. Das wäre ganz, ganz lieb. So, jetzt aber hinüber zum Spiel. Hier wird einfach mit Tomaten geschmissen, verflixt. Ja, wir spielen eine kleine Minisode von To the Moon. Ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile tatsächlich schon zwei gibt. Das hier ist die erste weihnachtliche Minisode. Das heißt, wir werden Dr. Watts und Dr. Rosaline wieder treffen. Ich bin gespannt, was für eine Geschichte uns hier erwartet. Hä? Ist das ein Napf? Haben die einen Hund? Wieso hat er denn den Koffer da vorgestellt? Huch! Oh nein! Das ist eine Falle! Das ist gemein! Das ist richtig fies! Hey! Eva! Komm in mein Büro, es gibt etwas... Neil, wo bleibst du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen! Was? Oh, so ein Idiot! Er ist voll durchgelaufen! Sie hat ihn reingelegt, oder? Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. Zweimal am selben Tag. Wirklich?
Außerdem ist das nicht ungefährlich. Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war egal, dass es auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlichen Dickkopf. Ich hab dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass ich so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt da etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party mal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. Ah, okay. Jetzt dürfen wir uns bewegen. Was ist denn hier? Büro von Dr. Neil Watts. Das ist vielleicht unseres, oder? Nee, Büro von Dr. Roxanne Winters. Dr. Robert Lynn? Wen haben wir hier hinten? Dr. Logan Boswell? Vielleicht ist das ja unser. Es würde auch Sinn ergeben, direkt gegenüber. Ja, Dr. Eva Rosalind. Schauen wir uns doch hier mal kurz um, ob es irgendwas gibt, was wir anklicken können. Sieht leider nicht so aus. Ah doch, liebes Tagebuch, heute habe ich... Ups, ich sollte mein Tagebuch nicht einfach so hier rumliegen lassen. Am besten, ich schließe es gleich weg, bevor es jemand sieht. Besser ist das. Das könnte peinlich werden. Mensch, sie ist aber wirklich klein. Der Schreibtisch ist so riesig groß. Sieht fast so aus, als könnte man hier sonst nichts machen. Dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder raus. Wir sollen ja wahrscheinlich sowieso eigentlich runter zur Party. Hier könnte ich den Aufzug nehmen. Ah, wartet. Ich gucke noch, wer hier sonst noch so ist. Dr. Lisa Waskes? Waskes? Dr. Willis Macmillan? Dr. Tamer Macmillan? Dr. Eddie Doyle? Und Dr. WC? Das ist ja cool. Die Spaßvögel hier. Oh, das eine scheint vollgelaufen zu sein. Aber sonst scheint man hier nichts machen zu können. Aber das ist auch schon lustig mit Dr. WC. So. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Den müssen wir erstmal holen, natürlich. Mensch, der war ja schon da. Die beiden sind schon cool gewesen. To the Moon war allgemein cool. Bin gespannt, ob es wirklich irgendwann mal einen zweiten Teil gibt. Es hieß zwar immer, aber irgendwie hat sich ja nie was ergeben. Was? Da fällt mir gerade ein. Könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Nun gut, such dir eins von beidem aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beidem möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe später nochmal an. Oh, hey, Eva. Roxy? Alles in Ordnung? Hä? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Weg zu holen. Aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir vorstellen. Sie sind wieder da, hä? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist. Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns schauen, was die anderen gerade treiben. Was ist denn da bloß los? Vielleicht sind das Gegner dieser Methode, die sie da halt anwenden. Dieses Zurückreisen in der Zeit, aber nur im Bewusstsein der Menschen. Falls ihr To the Moon nicht gesehen habt, lasse ich euch natürlich unten nochmal den Link, damit ihr da hingehen könnt. Also die Playlist lasse ich euch nochmal da. So meinte ich das. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Eva. Da wir heute volles Haus haben, durfte Eddie was trinken. Und nun hört er nicht mehr auf zu reden. Vielleicht braucht er einfach jemanden, der ihm zuhört. Ja, das ist es ja gerade, was ich fürchte. Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so seidig wie deins zu gestalten. Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Eva, Liebes. Guten Tag, Tamer. Oder Timer. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh. Wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein. Ich vermische ungern berufliche und private Angelegenheiten. Ah,
Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Ich glaube, sie will das wirklich nicht. Hey, Eva. Hey, wie lief euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Eigentlich okay. Es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon wartet später noch genug auf mich. Timer und ich diskutieren gerade über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Hey Willis, ich glaube, Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Oh, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das? Ja, Willis, und ich habe gehört, er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch 3 Haarsträhnen auf meinem Kopf und jede einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Finger weg von der Lady. So, dann gehe ich mal noch zu ihr, würde ich sagen. Ich weiß, es ist schwer, nicht darüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Hä? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und hat sie das? Ja, wir waren an so vielen Orten. Es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie dir für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Ich fühle mich wirklich etwas besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit. Lass dir nicht die Stimmung verderben. Sehr schön. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt... Ach so, ein Stück Kuchen, ne? Aber er hat ja nicht gesagt, was er nun will. Also woher weiß ich, was er will? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal hier runter zu gehen. Nee, geht sie nicht. Vielleicht muss ich nochmal mit wem reden. Falls du deine Meinung zu meinem Neffen ändern solltest, sag mir einfach Bescheid, Liebes. Er ist ein guter Fang. Ist da Alkohol drin? Keine Ahnung. Wo ist Neil? In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Wie üblich, verstehe. Übrigens, danke, dass du gestern den 2. Auftrag übernommen hast, Willis. Wie ich gehört habe, verlief es gut. Es gibt nicht viel, was ich noch nicht gesehen habe. Die letzte Zeit war schon ziemlich hektisch. Meinst du nicht, du solltest vielleicht einmal, naja, eine... Ach nee, das sagt sie, sorry. Meinst du nicht, du solltest vielleicht einmal, naja, eine Pause einlegen? Und Timer auch. Mach dir keine Sorgen. Wir haben immer noch Schwung in unseren alten Knochen. Außerdem, manche Patienten wählen lieber uns, weil wir Mitarbeiter mit etwas mehr Lebenserfahrung haben. Gib einfach auf dich Acht, Willis. Auch du hast deine Grenzen. Eva, es beruhigt mich zu wissen, dass mein Schicksal eines Tages in deinen Händen liegen wird. Hey, sei nicht so negativ. Ist schon ein bisschen gruselig. Verschanzt sich Neil mal wieder in seinem Büro? Das ist der richtige Ausdruck dafür. Nochmal mit ihm. Ich wünschte, ich hätte Haar so gefährlich gut aussehend, dass ich dafür einen Waffenschein bräuchte. Du bist halt ein Träumer, Eddie. So, okay, ich gehe noch einmal zu ihr. Vielleicht ist da ja noch was. Ich liebe das Geräusch von knirschendem Schnee unter den Füßen. Das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Oh ja, das liebe ich auch. Oh! Wer ist das? Muss ich den kennen? Ah, Robert Lynn. Geh jetzt nicht nach draußen, Eva. Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie... Wollen sie noch eine Weile bleiben. Sei vorsichtig dort draußen, Eva. Manche von denen haben echt keine Manieren. Hast du alles, was wir brauchen? Ja. Wofür denn? Ah, das Handy. Ja? Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Sei bloß vorsichtig. Nicht, dass er wieder versucht, dich reinzulegen.
Ah, okay, jetzt hat's geklappt. Na, dann gehe ich mal wieder hoch. Wehe, du versuchst mich hier, ne? An der Nase herumzuführen, mein Lieber. Dann gibt's richtig Ärger. Also, hier hoch. Und dann da rein. Hoffentlich ist alles in Ordnung bei ihm. Ja, sieht alles normal aus. Mach die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, wieder mal am Faulenzen, Neil. Mimi. Sie lässt die Tür einfach offen. Was ist das? Hier, setz dich. Oh. Kommen da Erinnerungen auf? Bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast. Beruhig dich, da waren Hunderte davon. Außerdem ist es ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Und was willst du damit? Deine Erinnerung auf Trab bringen zum Beispiel. Jetzt starte das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach komm schon, es war viel Arbeit, es zu erstellen. To the Moon. A game by Neil Watts. Was? Tada! Das ist total respektlos. Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Die Gesetze dazu gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassiert. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Voll süß. Muss ich wirklich Enter drücken? Ich probier's mal. Ja. Huch. Ich erkenne nichts. Okay. Ah, okay, ich soll's mit den... Kann ich machen. Aber wo muss ich hin? Muss ich hier mit ihm reden? Ah, Regenschirm. Okay, packe ich ein. Weiter geht's. Ah, der Platypus. Oh, voll süß. Das ist so voll reduziert, die Geschichte, ne? So ein Kla... Ah, das ist auch der Turm eben gewesen. Oh mein Gott. Soll das Eva sein? Kommt's dir bekannt vor? Okay, Vorsicht. So. Oh, das war eben ein bisschen knapp. Ah, da ist was zum Einsammeln. Ah, den müssen wir mitnehmen. Jetzt können wir da durch. Da geht's sowieso nicht lang. Also muss ich da. Boah. Wartet. So. Wieso geht denn die nicht weg? Ih! Au! Verflixt. Okay, aber ich habe wieder eins eingesammelt. So, und wir haben es übergeben. Gar nicht so einfach hier, ey. Oh. Okay, hier sind halt zwei Wege. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade den richtigen... Okay, ist egal. Es kommt aufs Gleiche raus. Wartet, ich hole mir das schnell. So. Okay. Wir haben es eingesammelt. Oh, das war richtig knapp. Hilfe. Aber es ist eine super süße Idee, ehrlich. Oh, was ist das denn jetzt? Okay, also da kommen wir nicht lang. Müssen immer oben lang gehen. Ach so, nee. Oh Gott. Ist das denn ernst? Au, au. Ah. Ach, geschafft. Alles klar. Und die schießt mit diesen Dingern. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Doch, bin ich. Hier einmal einsammeln. Und wir übergeben es. Und jetzt kommen wir hier weiter. Ich finde, er hat ein ganz tolles Spiel programmiert. Kann man nicht meckern. So. Schön. Wir haben es geschafft. Und was müssen wir hier machen? Ah, okay. Sammeln wir wieder ein. Und
dann hier nach unten. Jetzt schießen die hier wieder. Uff. Oh, krass. Oi, das ist ja heftig. Au! Au, au, au. Hi! Wartet. So. Nein, ich bin im Kreis. Das war doch so schwer eben gewesen. Ah! Wo muss ich denn lang? Ach so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, mir ist das eigentlich egal, wo wir lang gehen. Hauptsache, wir kommen irgendwie zum Ziel. So. Und überreicht. Weiter geht's. Die Musik ist auch cool, erinnert einen total an To the Moon. Hehe, solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Oh. Oh, wie cool. Was zum... Wie niedlich, der fliegende Kopf. Sollst du das sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Mal wieder am Faulenzen, was? Mann, ich wusste doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Kusch! Nee, die gucken bestimmt alle weiter zu. Ah, nee. Ich höre die sich entfernenden Schritte. Siehst du, Eva? Genau das passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ich glaube, ich gehe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Drink vergessen hast. Spiel so lange ruhig weiter. Na, hoffentlich schaffe ich das, ey. So. Okay. Ich weiß gar nicht, was man hier machen musste jetzt. Ah. Okay. Buch. Hier können wir nochmal so eins einsammeln. Ich nehme an, wir sollen hier so lang. Und dann hier. Ah. Ah. Da ist auf jeden Fall nochmal was zum Einsammeln. Und hier sollen wir das wahrscheinlich überreichen. Ah, da oben geht's jetzt lang. Oh, das... Achso, wir haben ja voll. Oh, jetzt hätte ich es fast schon wieder verloren, dadurch, dass ich da so schnell durchgegangen bin. Aha. Was sind das denn für lustige Viecher? Hui. Das habe ich mir sowas von nicht gemerkt. Aber das musste man sich auch nicht merken, oder? Der Platypus wieder. Und hier rein. Und weiter. Sehr schön. Das war ja easy. So, dann geben wir das hier weiter wieder. Und da rechts können wir jetzt lang. Schön, schön, schön. Oh, ich bin in das Blaue rein. Das war so bestimmt nicht gedacht. Oh, die Musik. Wahrscheinlich wird es jetzt traurig. Hahaha. Ha, ha. Oh nein. Oh Gott. Nein. Hä? Will sie nicht zu Ende spielen? Vielleicht dachte sie auch, sie hat gegen den Endboss keine Chance. Hey, Eva, wuss. Ja, dann schauen wir hier mal, oder? Wartet, ich muss hier... Kann ich da irgendwas machen? Scheinbar nicht. Ich glaube, dann gehe ich mal hier raus. Ich gehe mal rüber in ihr Büro. Mal schauen, ob sie da ist. Nö, ist sie nicht. Hm. Vielleicht hat sie hier noch irgendwo ihr Tagebuch. Schade, ist nicht da. Er hätte bestimmt drin rumgelesen. Wo könnte sie denn hingegangen sein? Ich guck mal unten, oder? Weil ansonsten fällt mir auch nicht ein, wo sie sein könnte. Vielleicht trinkt sie unten Kaffee bei den anderen. So. Außerdem waren wir mit ihm noch nicht unten. Vielleicht sagen die dann was anderes. Na? Und dann sagtest du so etwas wie, fühl mein Haar, fühl es. Oh Mann, ich trinke nie wieder mehr als einen Schluck Bier. Puh, sorry wegen vorhin. Was ist passiert? Du warst nicht dabei? Gut, wenigstens einer, der es nicht mitbekommen hat. Ich habe gehört, du hast mal wieder irgendein Spiel in deinem Büro gespielt, hm? Gerüchte, eindeutig.
Wo sind die anderen hin? Willis und Timer sind auf dem Weg nach Hause. Keine Ahnung, wo Robert hingegangen ist. Ich bin überrascht, dass heute niemand zu einem Patienten gerufen wurde. Es war schön, mal ein ruhiges Treffen zu haben. Hey, wir haben die Party doch schon verschoben, weil Lisa und Eddie letzte Woche noch einen Patienten versorgen mussten. Und dennoch kommst du nicht mal vorbei, um mitzufeiern. Zitze. Zrr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 
Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber... Ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry wegen der Zombie-Evers. Aber du hättest es wirklich bis zum Ende spielen sollen. All die Zombie-Evers tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch. Außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnys und Rivers deinen... Was? Ach, während alle Johnnys und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Halt, halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in... lieber 2 Wochen spielen. Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz. Wir werden zu einem Patienten in kritischem Zustand gerufen. Moment mal, was? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst? Ja, komm, wir müssen los. Über sowas macht man keine Witze. Du meinst das also wirklich ernst? Neil! Ich würde so gerne noch einmal sehen, was jetzt wirklich da unten los ist. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen da stehen und protestieren, aber sicher bin ich mir nicht. Doch, ja. Ob das irgendeine Bedeutung haben wird für den zweiten Teil? Also dass quasi die Gesellschaft gegen das ist, was die Sigmund Corporation da tut? Ich finde das ja grundsätzlich, aber... Eigentlich fand ich das gut, also... Ich meine, sie ermöglichen ja den Menschen, die sterben, noch ein letztes Mal... Ja gut, ich kann auch verstehen, wenn man dagegen ist, weil ja quasi Erinnerungen verfälscht werden. Aber trotzdem, wenn es damit den Menschen, der verstirbt, glücklich macht, finde ich es eigentlich... Okay, puh, das ist eine schwierige Frage, da müsste man eigentlich genauer drüber nachdenken. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Mini-Special gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr denn auch die zweite Minisode noch gerne sehen wollt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal einen wunderbaren ersten Advent. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bonustrack dieser Minisode kostenlos herunterladen. Googeln Sie nach A Bird Story OST. Okay, dann wisst ihr ja Bescheid. Was sollte ich gerade noch sagen? Achso, ja, genau. Wir sehen uns nächste Woche dann im nächsten Advent-Special. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.